Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns weiterhin auf dem Frevaedt und Alheim Lauchensbach updated und fahren heute die Rücktour der Linie 23 hier vom Bahnhof Bahnscheid in Lauchensbach wieder zum Alheimer Hauptbahnhof. Und das Ganze machen wir auch auf der Rücktour mit einem MAN New Line City aus dem gleichnamigen Paver-Add-on. In dem Falle mit einem 19C und 4 Türen. Und das gute Stück ist noch so niggelnoggelneu, dass er noch in der Unilackierung fährt und noch auf seine Beklebung wartet. So, da vorne warten schon die ersten Leute. Wir gehen mal rein und machen das gute Stück erst einmal an. Und dann ziehen wir einfach mal nur zur Starthaltestelle vor. Ne, ihr könnt da vorne warten. Ich komme bis vorgefahren. So. Dann bitteschön. So, und dann mache ich mir noch die Pfeile an. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Dann sind das 2,80 bitte. Dankeschön. Danke auch. So, wir haben noch gut 2 Minuten Zeit. Die 2 Minuten, die drehe ich jetzt einfach mal spontan noch ran. Und dann machen wir spontan los. Wenn die junge Frau dort noch eingestiegen ist. Oh, das sind sogar 2 junge Frauen. Hallo. Hallo. So, und los geht's. Wir müssen nämlich hier vorne einen schönen großen Bogen fahren, wenn uns die Busampel das gewährt. Ich habe nämlich schon mal heimlich geguckt, wie man das hier fahren könnte. Irgendwie ums Eck, aber nein, ist hier vorgesehen, dass man hier richtig schön drumherum fährt, wenn alle anderen rot haben. Ja, und da wird es auch schon grün. Und jetzt denke ich mal, ist nicht so lange grün, dass man hier viel rumtrödeln kann, sondern muss jetzt wirklich hier schauen, dass man rumkommt. Naja, ich habe es vielleicht auch ein klein wenig übertrieben mit dem Ausholen, aber so sieht das doch gar nicht schlecht aus. So, erste Haltestelle wird wahrscheinlich nicht angesagt, die zweite dann schon. Auch niemand. Alter Wunsch, wäre eh zu spät. So, dann hoffe ich mal. Kann das sein, dass wir irgendwie hier eine falsche Route drin haben? Ich höre nämlich gar nichts. Das ist nicht gut. Oder hätte ich anders fahren müssen? Bin ich jetzt falsch gefahren? Ne, da vorne kommt was. Ne, wir sind richtig. Ah. Nächster Halt. Dann vermute ich mal ganz stark, dass die Haltestellen wieder ein klein wenig anders heißen, als wie er sie abrufen möchte. Das habe ich nämlich bei der Traunsteinstraße festgestellt. Da habe ich dann mal ins Log geguckt. Und da steht drin, dass der Bus nach einer Traunsteinstraße sucht. Nicht nach einer Straße, sondern nach einer Straße. Und siehe da, wenn man es umbenennt, dann findet er es auch.
Und so wird es wahrscheinlich jetzt auch bei den Haltestellen gewesen sein, die jetzt gerade nicht angesagt worden sind, aber geschalten hat er ja. Ich gucke mir das dann gleich mal an. Manchmal ist es wirklich nur ein Buchstabe zu viel oder ein Buchstabe zu wenig. Oder aber die Ansage existiert wirklich nicht. Auch das ist möglich. So, runterbremsen. Nö, da ist auch niemand. Haltewunsch war auch nicht. Grüner Weg war das jetzt übrigens. Hat denn das auch jemand angesagt, den grünen Weg? Also irgendwas klappt hier nicht. Moment. Griebentrog, Leinefelder Straße. Moment. Ach, er hängt wieder eins hinterher. Ich kann es machen, was ich will. Grüner Weg wäre jetzt richtig gewesen. Er hängt wieder eins hinterher. Keine Ahnung, irgendwas klappt da nicht so richtig. Wir fahren einfach mal weiter. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Die Ansagen kommen schon mal richtig. Die Kasse ist da ein bisschen nicht ganz up to date. So, dann schauen wir mal, dass wir hier schön reinfahren. So, ein bisschen mehr ausholen, dass wir hier schön rumkommen. Genau, Fusenbahnhof. Ja, genau so ist es. Vielleicht braucht auch bloß die Kasse mal noch einen Augenblick. Hi. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Wird das da gerade rot, so dass ich rausfahren kann? Das fände ich ja... Nee, das ist fürs Fußvolk rot geworden. Aber von da ist auch gerade frei. Dann fahren wir auch wirklich raus. Gut. Hallo. Guten Tag. So, dann werden wir den Kollegen aus Laurensbach mal freundlich grüßen. Okay, wir sind eindeutig zu langsam für den Zug. Aber das finde ich doch mal genial, dass uns da eine 628 in Doppeltraktion überholt. Okay. Ich muss dann mal am nächsten Bahnhof ein wenig schauen, nicht dass wir arg zu viel Verfrühung haben. Nächster Halt, Amazonstraße. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, abbiegen, wenn ich das richtig im Kopf habe. So ist es. Auch mit dem.
Ampel. Das geht ja. So, dass die Kasse nicht ganz so da ist, wo sie hin soll, das gefällt mir nicht so, aber okay. Die Ansagen klappen schon mal. Dann bitteschön. Hallo. Hallo. So, dann gucken wir doch mal. Amazonstraße 14.50 Uhr und 14.49 Uhr. Naja, würde ich sagen, ist noch okay. Ja, dass du nicht wartest, war klar. Und der nächste wartet auch nicht. Doch, er wartet, er lässt mich raus. Dankeschön. Süd S-Bahn. Es besteht Übergang zur S5 in Richtung Alheim, Rosenthal und Waldhof Ost. Hallo. Tag. Tag. Hallo. Einmal Kurzstrecke. Kurzstrecke sind 1,60 bitte. Dann ist das die falsche Kurzstrecke, dann wolltest du die Kurzstrecke haben, ne? Bitteschön. Fehlermeldung, das ist nicht so schön. Guten Tag. Hallo. Hallo. Okay. Nächster Halt, Johannsenstraße. Jetzt stimmt's wieder. Jetzt hat sich die Kasse eingekriegt. Na dann, machen wir das doch so. Gut.
möchte gerne ein Ticket für eine Kurzstrecke haben. Dann hätte ich gern 1,60 bitte. Danke. So, es ist grün. Wir müssen, glaube ich, nur... Nee, wir müssen, glaube ich, auf der Spur bleiben. Nächster Halt. Markscheidungsstraße. Der Unfall ist ja in der Gegenrichtung. Sollten wir ja eigentlich unten drunter wegpassen. Ich fahre die ganze Sache mal ein wenig langsam. Ja, hat gepasst. Hoffe ich mal zumindest. Okay, hinten will keiner mehr aussteigen. Hallo. Hallo Kollege. Nächster Halt, Stadtpark. Hallo. Nächster Halt, Derenhofen Markt. Zum Rathaus der Stadt Derenhofen bitte hier aussteigen. Wie stehen wir denn da? Naja. Warum fährst du nicht? Kurz überlegen. Haben Sie? Gut. Dann fahre ich jetzt mal dran vorbei an dir. Ich muss ja hier an die Haltestelle ran irgendwie und kann nicht warten, bis du mal ausgeschlafen hast. Hallo. Mahlzeit. Hallo. Hi. So, jetzt kann ich ja mal kurz nach hinten gucken. Nö, es geht noch so. So, wie liegen wir denn zeittechnisch? Derenhofen Markt, 14.58 Uhr. Es ist erst 56, ne? Da warten wir mal den klitzekleinen auch im Blick. Gucken wir doch mal. Ja, hier stehen die Kollegen, mehrere Kollegen. Die stehen wieder ineinander. Jo. So, ansonsten, ja, großer Platz. Da ist sogar noch ein Kollege dahinter. Und deswegen fährt wahrscheinlich auch der Smarty nicht. So, wir werden aber, denke ich, weiterfahren.
Ja, es ist gleich 57. Dann geht's weiter. So. Klitzeklein wenig vor der Zeit, aber ich denke, das ist okay. Ach, jetzt geht das Geschöpper wieder los. Hallo. So, wir haben es hinter uns. So, wir haben grün. Eigentlich heißt das ja, dass die nicht grün haben, aber ich gucke trotzdem mal. Oh, die ist aber kurz die Haltestelle. Stehen wir ja wirklich von krumm nach schief drinnen. Dann bitteschön. Hallo. Hallo. Ich möchte gerne ein Ticket für eine Kurzstrecke haben. Dann 1,60 bitte. Danke sehr. Bitte. So, und jetzt muss man hier ein Stückchen rüber. Platz ist ja. Ich will ja nicht meckern, aber was war denn das jetzt hier? Du hast doch mehr als rot gehabt, deswegen schiebe ich dich jetzt auch weg. Warum habt ihr... Ich hatte grün, ihr nicht. Der ist mir reingefahren, das habt ihr gesehen. Ich hab's auf Video. Kriegst sowieso gleich wieder einen Strafzettel dafür. Ich sag's ja. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Nach da. Kreisverkehr. Das sollten wir aber besser hinkriegen mit dem großen Ding als diesen kleinen Kreisverkehr. Ich
wollte gerade fragen, warum fährst du nicht, aber du fährst gerade weg. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Könnte mir hier was entgegenkommen? Nächster Halt. Ich bin mal frech. Und hole mal richtig aus. Ne, hier kommt wenn nur Radfahrer noch entgegen. Ich kenne das noch aus früheren Videos, dass hier Gegenverkehr herrscht. War doch ein Haltewunsch, oder nicht? Gut, dann nicht. So, ach ja, alles klar. Wir sind jetzt einen kleinen Kringel gefahren. Auf der Hintour sind wir nämlich darum gefahren. So, dann beachten wir mal das Stoppschild. Und dann fahren wir, weil hier nämlich nichts kommt. Ah, und da müsste jetzt auch gleich dieser klitzekleine Kreisverkehr kommen. So, haben wir einen Wunsch? Wir haben keinen Wunsch. Da fahren wir gleich durch, weil jetzt wird es interessant, denke ich mal. Und da ist frei. Eulenhof. Und da ist auch frei. Na, dann fahren wir erstmal rum. Bitte hier aussteigen. Parkende Fahrzeuge wären hier schon kontraproduktiv. Kollege hat uns wieder alles weggesnackt. So, und jetzt kommt dieser Mini-Kreisverkehr. Den ich hätte wahrscheinlich anders fahren sollen. Ich fahre mal rum und dann stellen wir uns mal hin. Dann gucken wir mal, ob wir den auch hätten anders fahren können. So, ich stelle mich mal hier hin. So. Machen wir mal kurz die Pausentaste rein und dann gucken wir uns das mal an. Genau, ich hätte wahrscheinlich nicht den Kreisverkehr fahren sollen, sondern vorm Kreisverkehr ja eigentlich dem blauen Pfeil verkehrswidrig abbiegen sollen. Dann wäre ich nicht hängen geblieben. Gut, fürs nächste Mal, wenn ich hier langkomme, weiß ich's. So, Kollege. Na komm. Fahr rum. Du bist auch eine 23, so wie ich. Interessant. Ach, ich sehe gerade, da steht ja noch ein Kollege. Nächster Halt, Abzweig Leuchtenburg. Nee. So, wenn ich eine 23 bin, was ist er dann? Okay.
Upsa. So, bleiben wir auf der Spur. Ich sage jetzt einfach mal ja. Schade, ich wollte gerade an dem Kollegen vorbeiziehen, aber wir haben einen Haltewunsch. Du solltest mal in die Werkstatt fahren, dein Bus hat irgendwelche Probleme, wenn ich das bedeute. Na, ich wäre sowieso nicht vorbeigekommen an dir. Möchtest du eventuell mit mir mitfahren, wenn du den Kollegen stehen lassen hast? Das ist aber schön. Hallo. So, jetzt habe ich nicht wirklich eine Möglichkeit, ihn zu überholen. Gut, dann müssen wir hinterher. Nächster Halt, Schappenesee. Zum Strandbad, dem Sportpark und zur Station Natur und Umwelt. Ich kann leider nicht weit genug gucken. Nein, hier kommt doch Gegenverkehr. Okay, dann müssen wir das jetzt mal erdulden hier und bekommen natürlich dadurch jetzt die Verspätung. Na gut, vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, einen kleinen Trick anzuwenden. Haha, und da ist er weg, der Kollege. So, dann gucken wir mal, dass wir hier vielleicht die Verspätung, naja, 2 Minuten haben wir schon. Ist aber niemand. Aber ich habe einen Haltewunsch. Mist. Ich wollte hier durchziehen. Dann bitteschön. Nee, der Facelift macht jetzt mal keine Schwierigkeiten. Upsa, der hat es aber eilig gehabt hier. Oi, 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 oi. Hallo Kollege. Nächster Halt, Breckerfeld. So, jetzt bleibe ich mal weiter vorne stehen. Jawohl, biege ab.
Dann kann ich nämlich schöner ausholen hier. Da wird's grün. Dankeschön. Nächster Halt, Hasenfeld. Gut, da haben wir jetzt erstmal noch ein Stück zu fahren. Mit Bundesstraße und teilweise Autobahn. Es ist noch grün. Schaffen wir das? Wo müssen wir denn halten? Hier nicht. Weil wir müssen nämlich hier rum. Schön, und da stehen schon wieder zwei Kollegen. Ach, wisst ihr was? Dann machen wir dasselbe nochmal, wie gerade eben. Zack. Fehler bei Bereichsprüfung. Gut. Na, wenigstens einer ist weg. Entschuldigung dafür. So, dann jetzt bitteschön aussteigen und die nächsten einsteigen. Die 24 fährt hoffentlich gleich weg. Hi. Hallo. Und wir fahren hinterher. Nur Abstand halten zum Kollegen hier, dass wir zum Bremsen kommen. So, Haltewunsch hat man keinen. Es kommt doch niemand, der mit uns mitfahren möchte. Doch, Opa kommt hier. Na dann komm ran, Opa. Hallo. Straße.
Kommt die Oma da oben noch runtergehüpft, die da läuft? Jawohl, man kommt runtergehüpft. Hallo. Dann einmal 2,80 bitte. Danke. So, dann müssen wir hier noch schließen. Und die Freigabe rausnehmen und weiter geht's. Also eventuell so viel, dass wir zu zweit hier durchpassen. Ja, ich ziehe einfach mal mit. Und Opa möchte auch mit uns mitfahren. Hallo. So, jetzt muss ich aber wirklich mal hier vorbei an der Kollege. Weil ihr habt hier Pausenplatz, ich nicht. Ich muss noch ein Stück. Ich habe nämlich meinen Halt hier vorne. Es ist grün, warum fährst du nicht? Nächster Halt, Alheim Hauptbahnhof. Zum AVG Kundencenter bitte hier aussteigen. Zentraler Umsteigepunkt in alle Richtungen. Es besteht Übergang zur Hochbahn, zur S-Bahn, sowie zur Hochbahn. Das Heck steht ein wenig ungünstig, aber das weißt du, denke ich, selbst, Kollege. So, wo müssten wir denn jetzt eigentlich richtig zum Halten kommen? Aha, hier. So, und damit sind wir auch zurück in Alheim. Mal sehen, was der Fahrplan sagt. Der sagt, sieht gut aus, 26 Sekunden zu spät und ansonsten eigentlich... Ja, mal eine Minute zu früh, eine Minute zu spät. Aber damit kann ich doch leben.
So. Und dann einmal aus und Türen zu. Wann geht's denn wieder weiter? Weil umgeschildert hat das gute Stück schon in 10 Minuten. 15.31 Uhr wäre wieder Abfahrt. Oh, aber das machen wir jetzt erst einmal nicht. Jetzt stellen wir uns erst einmal hier schön her. Jawohl, wieder nach Bahnscheid zurück zum Bahnhof. Was ist das mit dem Heckkollege da? Das sollst du mal überprüfen lassen. So, das war jetzt auch noch die Rücktour. Du hast eigentlich Platz, Kollege. Du kommst hier locker vorbei, aber egal. Das war, wie gesagt, die Rücktour der 23 von Bahnscheider Bahnhof in Laurensbach. Wieder hierher zum Alheimer Hauptbahnhof. Ja, das gute Stück werde ich jetzt in den Betriebshof fahren und dann mal schauen. Ich glaube, die nächste Linie ist dann eine Solobuslinie. Da werde ich mal einen Solobus wieder mal schnappen. Ja, das werde ich jetzt offline tun und ich hoffe, es hat gefallen und ihr seid dann auch im nächsten Video wieder mit dabei. Bis dahin sage ich erst einmal Tschüss.